Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Locorama-Serie. Jetzt geht es um den Innenbereich des Areals und wir starten im ersten Stock. Da sind wir jetzt gerade im Raum für die Kinder und da sitzt auch gerade den Roland, das ist der Archivar von Locorama. Der erklärt jetzt gerade hier die Bahn, die die Kinder nutzen dürfen und was hier alles so rumsteht. Das war ursprünglich als Interview gedacht, leider ist der Ton nicht so gut, deswegen mache ich jetzt hier ein Voice-Over und zeige euch da kurze Ausschnitte. Ich werde das aber vermutlich neu machen. Wir haben zwei Modelleisenbahnen, eben die für die Kinder und hier die große, die ist uns hier vermacht worden. Und wenn entsprechend Personal da ist, der die Anlage hier betreuen kann, dann fährt ihr auch. Man kann den auch sehen. Ist natürlich nicht immer offen, aber ich kann es euch nur empfehlen, dass ihr da mal raufschaut und schaut, ob es da ist. Eben, da dürft ihr sogar mal selber fahren. Mal gucken. So, jetzt sind wir quasi im Erdgeschoss. Wir fangen gerade beim Eingang hinten an und sind die Dampflokomotiven der Mittelturgaubahn und gehen mal ganz nach hinten durch. Zur linken Seite haben wir normalerweise das Stübeli stehen, ist jetzt im Moment nicht da, und rechts einer unserer älteren Dampflokomotiven, da werden wir dann auch gleich mal raufgehen. Nicht mehr in dem besten Zustand, aber ja, es ist halt auch eine Geldsache, die ganzen Sachen zu revidieren. Das ist auch die einzige Dampflok, wo ihr raufgehen dürft in den Führerstand, bei den anderen geht es nicht. Ich glaube, jetzt gehen wir da auch gerade mal rauf. Genau, da sind wir oben. Also ist schon ein schönes Feeling. Wäre natürlich viel geiler, wenn sie auch fahren würde. Aber ich glaube, das wird so schnell nicht passieren, dass sie wieder fährt. Als nächstes werden wir mal unter die Lok reingehen. Das geht bei der auch. Gehen wir einfach mal nach hinten. Dann nach unten. Achtung, die Kamera wird jetzt einmal drehen. Und runter geht's. Allzu viel sieht man jetzt auf der Kamera nicht. Die hat es gern hell, aber ihr kriegt es ungefähr mit, wie es so wäre. Am besten macht es dann selber, wenn ihr dann in der Locorama seid. Als nächstes gehen wir ganz nach links zum Triebwagen und gehen da einmal zwischendurch. Das ist das Gleis ganz links jetzt, der Apfelsaft-Express. Und da werden wir dann auch gleich mal reingehen und vom Führerstand zu Führerstand gehen. Wenn ihr mal gesehen habt, wie der von ihnen aussieht. Bei Führungen darf er bei denen auch reingehen und er ist auch praktisch auf der Strecke unterwegs. So, und da sind wir im ersten Führerstand drin. Könnt euch den mal anschauen. Wirklich schön revidiert. Und gehen dann gleich durch. Da ziehen eine kleine Bar, wo ihr dann entsprechende Getränke kriegen würdet, wenn ihr denn fahrt. Und natürlich Sitzmöglichkeiten. Da ist noch das Stativ von diversen Fotoaufnahmen, die ich gerade vorher gemacht habe. Und hier zum Mittelteil, wo da dann der Einstieg ist und die Toilette. Und hat hier die restlichen Sitzmöglichkeiten. Man will es gar nicht glauben, aber auf den Holzsitzen sitzt man wirklich bequem. Das gleiche auch bei den neuen Flexity Trams in Zürich, die haben jetzt auch Holzsitze, aber man sitzt echt bequem drauf. So, und das ist der hintere Führerstand. Und dann machen wir jetzt gleich den Rundgang draußen weiter. So, wir sind jetzt ein Gleis weiter nach der Dampflok. Da haben wir den Salon Bleu zur rechten Seite und den Triebwagen der Mittelturgaubahn auf der linken Seite ebenfalls regelmäßig unterwegs. In den Wagen auf der rechten Seite könnt ihr teilweise bei Führungen ebenfalls rein. Ansonsten sind die auch abgeschlossen und auf der linken Seite jetzt wieder noch der passende Steuerwagen. Ebenfalls immer wieder unterwegs, ist in einem perfekten Zustand. Und zur rechten Seite haben wir den Postwagen, bei dem ich beim letzten Video das Intro gemacht habe. Der ist wirklich, wirklich schön gestaltet innen drin. Da werden wir dann auch gleich jetzt im Anschluss durchgehen. Und ganz hinten haben wir eine Akkumulator-Lokomotive. Da bin ich mir nicht sicher, ob die noch unterwegs ist. Ich glaube, sie könnte schon noch fahren, wird aber, glaube ich, sehr selten genutzt.
So, da sind wir jetzt auf dem Salon Bleu und gehen jetzt einmal durch die ganzen Wagen. Also die sind auch noch auf der Strecke unterwegs, alle von denen, die jetzt gerade hier stehen. Und die sind wirklich mit viel Liebe restauriert worden. Da würde ich gerade mit denen gerne mal mitfahren. Also das ist einer meiner Favoriten hier. Und da geht es jetzt auch durch zum Postwagen. Gleich zur linken Seite hat es ein kleines Gefängnisabteil. So ein netter Gag da. Dann die große Bar. Und hinten Dienstabteil. Mit einem kleinen Ofen. Im Anschluss gehen wir gleich nach ganz rechts, wenn man das jetzt so will. Da haben wir von der Bodenseebahn einen Wagen, der immer wieder unterwegs ist. Und das ist so quasi der aktive Bereich der Mittelturgerbahn, wo sie halt ihre Reparaturen machen, Instandhaltungen etc. Und hinten haben sie ihre Rangierloks. Das ist eigentlich von alt bis neu, wenn man gleich so möchte. Links das Areal der SBB. So, da haben wir die erste Rangierlok, die EE33. Wunderschöne Lok, da gibt es auch noch gleich die Aufnahme von Führerstand und dann die zwei Neuanschaffungen, die zwei neuesten Lok, wenn man so wollt. Die nutzen sie noch recht oft. Fahren dann halt nach vorne draußen. Und das ist der Führerstand. Ich liebe diese alten Führerstände. Muss man halt noch fahren können, würde ich mal sagen. Nichts mit digitalen Computer. Und dann zu der letzten Lok. Und dann haben wir es eigentlich auch schon mit dem Durchgang. Es werden, wie gesagt, ein paar neue Loks dazukommen, beziehungsweise ein Triebwagen kommt dazu. Und das war's eigentlich, was ihr beim Lokorama aktuell so sehen könnt. Auch da gibt es jetzt gleich nochmal eine Innenansicht. Genau, so schaut es von innen aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt habt ihr einen Eindruck vom Lokorama. Kommt uns mal besuchen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Lasst vielleicht ein Like da oder Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, rein in die Kommentare. Wir sind dahin. Ich wünsche euch was.